So, willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir sind jetzt im zweiten Part in den westlichen Pestländern und waren dabei, Federn zu sammeln und Bären zu erschlagen. So, da hinten seht ihr Anduhal und die erste Schlacht haben wir erfolgreich geschlagen. Zwei brauchen wir noch. Gut, dann sammeln wir in die Feder ein. Dann ist das schon mal fertig. So, dann sind die schon mal fertig. Jetzt brauche ich nur noch das Bärenfleisch. Dann setzen wir mal auf. Na, guck mal, da haben wir hey, wieder Bärenfleisch gefunden. Wuhuhu. So. Nein, auch kein Bärenfleisch. Hast du vielleicht Bärenfleisch dabei? Jawohl. Boah, ich weiß noch, als wir mit dem WoW angefangen haben, ey. In der Abtei Nordhain. Und jetzt sind wir schon in den westlichen Pestländern. Sind schon Level 58. Wir haben damals Level 1 angefangen, haben 57 Level schon gemacht. Aber wir haben Gott sei Dank auch hier den Wind der Weisheit. Sonst wären wir nicht so schnell mit dem Leveln gewesen. Die Exodar. Exoda. Seid gegrüßt. So, Bärenfleisch. Dann bekommen wir den Helm. Wunderbar. Für die Allianz. Braucht ihr Der etwas? hier, der kriegt die Federn. Dafür kriegen wir 70 Silber. 90 Silber. Uthas Segen. Der war doch jetzt doch gestorben. Diese Bauern aus dem Süden wollen sich der Bauernhilfe annehmen, aber ich kann nicht zulassen, dass sie die Pestländer unvorbereitet betreten. Auch jetzt, wo die Geißel nicht mehr hier ist, lauert immer noch Gefahr durch die Verlassenen. Nein, wir müssen bereit sein zu kämpfen und schließt uns, bevor wir irgendwas anderes tun, würde ich allerdings vorschlagen, dass ihr nach Osten zu Uthas Grabmal reist, um diesen Tribut vor seine Statue niederlegt, um seinen Segen zu erbitten. Sprecht danach mit dem Priester, der sich um das Grabmal kümmert. Man sieht sich. Wollte sagen, Uther Lightbringer, den haben wir doch erschlagen, als Das Licht sei mit euch. Benutzt Pfeffer Weihrauch von 12 zurückgezogenen Geister in den Trauer Hügel und tötet sie, falls ihre Reaktion dies verlangt. Seid vorsichtig. Okay. In Anduhal, ja, da haben wir Uther erschlagen. Also haben wir damals, war Anduhal, glaube ich, damals. Ist das die Statue von ihm? Ne, ist ein Grabmal. Verschwindet von hier. Nö. Alter, der ist fast Level 60. Na gut, ich auch. Okay. Oh, hier sind ganz viele Friedhöfe. Ach, da oben ist das von Uther, glaube ich. Boah.
So, dann gehen wir weiter durch. Du? Boah, der will auch kämpfen. Und das heißt ja rücksichtslos, ich will dich doch nur beruhigen. Das ist verboten. So, dann du. Und mal gucken, da hinten war jemand. Pfad Utas. Utas Grabmal. Hier ruht Uta Lichtbringer, erster Paladin, Gründer des Ordens der Silbernen Hand. Uta lebte und starb für das Königreich Lordaeron. Obwohl er von seinem liebsten Schüler verraten wurde, glauben wir, dass sein Geist weiterlebt. Er wacht weiter über uns, auch wenn die Schatten unserer verdorbenen Land langsam einschließen. Sein Licht ist das Licht der Menschlichkeit. Solange wir seinem Beispiel folgen, wird er ewig leuchten. Anonym. So, wie kann ich das jetzt hier ablegen? Hey, ich wurde gesegnet. Friede sei mit euch. Ja, die Menschen von ihr und die Menschen von Zugwindlager möchtet Anduhal zurückerlangen. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr die Schlacht von Anduhal wirklich vorantreiben möchtet, kann ich euch vielleicht helfen. Östlich von hier befindet sich eine große Gruft. Der untere Teil der Gruft wurde einst für die Aufbewahrung von Waffen und Rüstungen benutzt, bis die Geisel kam. Jetzt, da die Untoten nicht mehr hier sind, können diese Waffen benutzt werden. Die meisten Waffen sind wohl rostig und alt, aber trotzdem besser für unsere Zwecke geeignet als Tunikum und Heugabeln. Lebt wohl. Alles klar. Das stimmt. Arthas hat ihn verraten. Ah, sind die zurückgelassenen Geister alle weg schon? Ah, wollte schon sagen, das sind noch mehr. Interessant. Wohl an denn. Wohl an denn. So, was. Boah. Wie viel muss ich noch? Oh, ich habe erst die Hälfte von euch. Was, dann kriege ich Erfahrung, wenn ich euch umbringe? Ja, dann kriege ich Erfahrung. Wer seid ihr? Was habt ihr mir nur angetan? Nichts? Je ne sais pas, ich war nicht. So. Alter. Muss ich denn jetzt alle erschlagen hier? So, zack. Dann bist du jetzt dran. Boah, du auch. Nein, ist gut, da kriege ich Erfahrungspunkte. Mir soll es egal sein. So, jetzt du. Na gut, ist der letzte. Dann haben wir es geschafft. Gut, dann hätten wir das. Dann aufsetzen. Krypta des Trauhügels. Reicht eigentlich damit, dass hier ganz viele Untote rumlaufen.
Ah, das schreit danach, dass jetzt hier gleich was passiert, oder? Findet ihr nicht auch? Befindet sich bei 1 Waffenrüstung, wahrscheinlich schon zuvor gekommen zu sein. Erhaltet 4 abgenutzte Brustplatten, 4 von. Okay. Seht ihr die Silhouetten einer Token-Skelett auf den Stufen? Die Untoten haben die Gruft nicht verlassen. Sie haben hier gewartet. Außerdem scheinen sie die Waffen zu tragen. Okay. Wo seid ihr denn? Denn 59, okay. Ja, die können das theoretisch alle haben. Gut, dann kann ich die auch alle umbringen. Gut. Grüße. Ich brauche ein Ziel. Ach nee, sind jetzt bin ich zu weit weggegangen. Oh, da habe ich was Cooles gefunden, damit wir mal nachschauen, was das ist. Das sah nach einer Axt aus. Wo ist er denn? Da. 14. Na super. Danke, nein. Gut, wir haben alles. Aufsatteln. Gut, perfekt. Ja, komm, dann gehe ich mal eben rüber zu den östlichen Pestlern und schau mir das da mal an. Boah, muss. Ah, ne, ich anderen reite ich vorbei. Na komm, dann gehe ich die Quest dann nämlich eben einmal ab. Was ist das denn hier? Ein Flugpunkt? Boah, jetzt muss ich doch auch durch Anduhal durch. Ich dachte eigentlich, das blieb mir erspart. Aber es ist ruhig hier. Ich weiß nicht, ob hier nur jemand gewütet hat. Oder ob das ist, weil ich jetzt in der Story hier soweit schon bin, dass das abgewehrt wurde. I.
Die Städte der Heiler, westliche Pestländer. Wie wär's mit einem kleinen Handel? Okay. Mögen euch die Winde leiten. Arkenon Portus. So. Der Graf, was ist das für ein Typ, der mir da folgt? So, dann fangen wir mal an. Nein. Hierher mal, Angriff. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was ist das denn jetzt überhaupt für eine Aufgabe? Ich bin Werke, ein Druide des Zirkels des Szenarios. Ihr könnt euch. Dann so. Blablabla. Wir nehmen alle auf, die auf dem Weg des Druiden folgen möchten. Ungeachtet ihres Volkes, ihrer Fraktion, ihrer Talente hin und wieder bedeutet die Aufnahme des Druiden. Ich möchte euch Zenkiki vorstellen. Er ist der Rechner und lernt immer noch sein Handwerk. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ihr eine Weile hinausnimmt? Ihr könnt an den verseuchten Tieren, die ihr kämpfen üben. Okay. Dann können wir das nämlich alles direkt kombinieren hier. Ih, siehst du eklig aus. Ich habe kein Ziel. So. Hau nochmal drauf. So. So, hier müssen wir ein bisschen was entfernen. Das ist ein Maispirscher. Verkaufen. Ich schleife regelmäßig Maiskolben. Lächerlich. So. Oh, das kriegen wir hin. Das ist ja eigentlich nur ein bisschen hier suchen, hit and run. Ne, search and destroy, nicht hit and run. Was ist mit der Junge? Medieval lässt grüßen. Medieval lässt wirklich grüßen, ey. Yeah.
das waren die Kürbisse. Was soll ich noch machen? Äpfel. Oh gut, bin gespannt, was sich jetzt hier verbirgt. Ein Obstgeist. Ich hätte jetzt eine Schlange erwartet. Oh, ich muss auf mein Leben achten. Du machst das schon. Du bist richtig gut drauf, Junge. Dieser Druide. Die Guten ins Tröpfchen. Was ist das denn für ein Titel? Ah, das macht tatsächlich Schaden. Ich bin auf dem Ziel. So. Perfekt. Dann wäre diese Quest nämlich erledigt. Na, was haben wir denn hier? Wunderbar. Bäh, das sind die Flugviecher von den Nachtelfen. Igitt. Ich muss näher ran. Läuft bei ihm. Zack. Was haben wir da? Also, okay. Ja, ich baue es gleich trotzdem ab. Ich werde es bestimmt brauchen. Lass mal überlegen, wo es nochmal Kupfer gab. In den Anfangsregionen gab es viel Kupfer. So, Westfall und der Wald von Elwin. Also muss ich jetzt bis 2 muss ich mit ihm noch erschlagen und dann müssen wir auf die Suche gehen nach Seuchenklabe und Giftnebellaura. Die sind dann auf der anderen Seite. Die wollen die Region also heilen. Ja, in Frozen Throne war es sogar so, dass tatsächlich ja die Nachtelfen gar nicht wussten, was in Lordaeron oder so passiert ist. Hallo? Ah, er wieder.
Ach, die Spinne, die ich vorhin da gesagt habe. Moment, da war wieder was Neues. Interessiert mich nicht. Gut. Dann war es an der Stelle auch wieder mit WoW für heute. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir hier die weiterhin westlichen Pestländer aufräumen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.